Guten Morgen zusammen. Es ist 9 Uhr und ich bin unterwegs Richtung Steinhuder Meer. Das Ganze sind laut Navi 118 Kilometer. Und ich schau mal, wo mich das Ganze herlotst. Werde entspannt fahren, wie immer, wenn ich mit dem Bulli unterwegs bin. Und am Steinhuder Meer ist geplant, dort eine oder mehrere Radtouren zu machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin ja heute alleine unterwegs, da die Schulen heute wieder anfangen. Und ich Marvin gestern im Grunde ja, zu Hause abgesetzt habe, nochmal alles fertig gemacht habe, ein bisschen umorganisiert, was so die Bestückung des Fahrzeugs angeht. Und bin deswegen jetzt halt alleine unterwegs. Was aber auch genauso schön werden kann. Ich bin immer noch unterwegs, also noch nicht angekommen, aber so zwischendurch kommen mir schon überall diese Windmühlen. Und ab Minden kommen auch durchgehend Seen und auch schöne Stellplätze direkt an dem Kanal. Also diese Ecke hier ist auf jeden Fall nochmal ein Zusatztag irgendwann wert. Wobei ich ja streckenweise das Ganze kenne vom Weserradweg letztes Jahr. Aber hier mit der Windmühle, das wollte ich mal kurz zeigen und erwähnen, dass davon hier schon reichlich zu sehen ist, wenn man über Land fährt. Weiter geht's. Sieht man auch nicht jeden Tag. Ja, nicht schlecht. Ich hatte die Kamera eigentlich erst da hingelegt gehabt, weil ich hier meinen vorläufigen Parkplatz habe. Und zwar vor dieser Kulisse hier mit der Kirche. Was mir eigentlich schon sehr gut gefiel. Ich habe jetzt, wie gesagt, dann hier geparkt, werde mein Fahrrad mal runternehmen und gucken, was es hier in der Ecke für Plätze gibt, wo man vielleicht besser steht und ruhiger. Aber vorab erstmal hier, gar nicht schlecht. Und da oben auf dem rechten kleinen Türmchen neben der Uhr ist ein Nest von dem Falken. Und der hat gerade seine Jungen gefüttert. Ich versuche das mal ranzuzoomen. Ich sehe jetzt hier mit dem Licht selber nicht sonderlich gut. Aber da sitzt noch einer auf der Stange, der sich füttern lässt. Ich werde nachher am Rechner sehen, ob ich recht habe, dass es ein Falke ist oder nicht. Aber es war gerade schon ein recht imposantes Geschrei da oben. Gut. Genug gequatscht, jetzt geht's erstmal los mit dem Rad, um die Gegend rund um Steinhuder Meer so ein bisschen zu erkunden, wo ich mich hinstelle, um die Nacht zu verbringen. Weil dieser Wohnmobilstellplatz in Steinhude selber, das ist mir alles zu überlaufen, das brauche ich nicht. Und dafür habe ich den Bus ja auch nicht. Ja, ich bin mittlerweile hier in Hagenburg auf dem Rad unterwegs und das ist so die erste Hinweistafel, die es gibt. Die füge ich auch wieder ein als Foto mit dem Rundweg Steinhuder Meer. Aber wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, ich werde mir erstmal jetzt hier Hagenburg selber anschauen, um zu schauen, ob ich einen guten Stellplatz finde oder auch nicht. Ja, ich bin jetzt aus Hagenburg gerade raus. Und dann kommt man direkt hier Richtung Altes Moor, nannte sich das, glaube ich. Fährt entlang schon von verschiedenen Teichen und so Wassergräben, wo die ein oder anderen Enten, Gänse zu sehen sind. Landet gerade ein Graureiher. Schöne Ecke. Temperatur ist so, dass ich mit Ärmel hochfahre, nur Pullover. Auch recht angenehm. Ist jetzt kurz nach 12. Halb eins sehe ich gerade. Halb eins ist schon. Hier geht's rein zum Moorgarten. Ach, das ist eine Gaststätte. Ja, das muss jetzt noch nicht sein.
Ich schaue jetzt erstmal Richtung Steinhuder Meer selber. Das müsste die richtige Richtung sein. Wie ihr seht, ich fahre ohne Navi, ohne Karte, einfach der Nase nach. So wie ich Lust und Laune habe. Weil zu sehen gibt es hier auf jeden Fall reichlich. Da hinten scheint ein kleiner Hafen zu sein. Und einen schönen Stellplatz habe ich da vorne vorhin auch schon gesehen. Oder auch hier bei dem Hafen zur Nacht hin. Nee, das wird nichts. Das ist mit Schlagbaum. Aber ich habe schon andere Ecken gefunden, die schön abgelegen sind am Wasser. Da werde ich danach auf jeden Fall noch hinradeln. Ja, hier guckt man schön über das ganze Moor drüber. Es tut richtig gut, dass das Wetter mitspielt. Es soll heute auf jeden Fall noch gut bleiben. Morgen und übermorgen ist noch so ein bisschen fraglich. Da bin ich hier genau an der Wettergrenze. Habe aber schon überlegt, dann einfach weiterzufahren, so wie die Wetterkarte es anzeigt, einfach weiter Richtung Norden. Da soll es auch die nächsten Tage schön bleiben, ein bisschen kühler. Aber das macht ja nichts, solange es trocken ist. Kann man das ja gut genießen. Und hier direkt vor mir seht ihr schon das Steinhuder Meer. Wow. Das hört sich so klein an, 27 Quadratkilometer. Aber das ist schon riesig. Mal diesen Steg hier raus. Oh, er wackelt ganz schön. Ah, wird schon halten, meine paar Kilo. Die hoffentlich zum Sommer wieder ein paar weniger werden. Durch das lange schlechte Wetter habe auch ich so ein bisschen Winterspeck angesetzt, weil ich nicht ganz viel unterwegs war, wie ihr anhand der Videos vielleicht gesehen habt, und mich eher auf andere Sachen konzentriert habe. Ist das schön. Unglaublich. Man könnte meinen, man steht am Meer irgendwo. Ja, da hinten der Kirchturm. Das müsste Steinhude schon sein. Da werde ich jetzt gleich dann weiterfahren in die Richtung. Will und kann da gar nicht ganz viel zu sagen. Es ist einfach wunderschön. Der Radweg ist gut. Und Wetter gut, Laune gut. Sehr ruhig hier. Sehr schön. Hier fährt man nochmal direkt an diesem Moor vorbei. Wo auch die Bäume, ja, kreuz und quer im Grunde wachsen, liegen, verrotten. Aber auch das sieht toll aus. Ausgeschildert ist das Ganze hier auch sehr gut. Stehen auch überall wieder so Infotafeln, welche Tiere hier leben und was hier zur Landschaft gehört und solche Sachen. Öffentliche Toiletten gibt es hier auch von 6 bis 20 Uhr ab April. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ja, das sind hier alles so kleine Ecken, wo man sich vielleicht auch mal hinstellen könnte. Aber ich habe schon eine sehr schöne gefunden gehabt. Die werde ich sehr wahrscheinlich auch dafür nehmen, zum Übernachten. Hier geht es jetzt gerade auf das schöne Gebäude der Strandterrassen zu. Dahinter mit dem Bootsanleger. Ich schaue mal, ob ich da rumfahren kann. Macht auf jeden Fall schon was her hier.
ist halt schon so typisch Küste. Ja, da ist für Radfahrer Durchfahrt verboten. Werde ich wohl mal wieder drehen. Da sieht man schön, wie gerade ein Fisch vertilgt wird. Versucht das mal noch ein bisschen ran zu zoomen. Ah, war ich zu langsam, ja. An der Weser hatte ich ja auch schon einen gesehen, der da so eine ganze Forelle oder irgendwas runtergewürgt hat. Schon recht imposant. Ich bin jetzt mal weg von diesen typischen Radwegen und Touristenwegweisern und einfach mal so ein paar Querstraßen links, rechts, links. Und ja, bin dann hier angekommen. Keine Menschenseele. An so einem kleinen Hafen, der wahrscheinlich eher für die Einheimischen ist, sage ich mal. Ist jetzt auch nicht alles auf Hochglanz poliert hier, aber eine sehr schöne, ruhige Ecke. War jetzt so 20 Kilometer bis hierhin, aber dadurch, dass das alles eben ist, sehr schön zu fahren. Ich werde mal schauen, ob ich mir nachher auf, wie heißt es denn, AutoActive mal so eine Route raussuche, dass man hier mal komplett rundherum fährt. Ich werde jetzt erst wieder Richtung Auto fahren, weil ich einen schönen Platz gefunden habe, wo ich definitiv übernachten möchte. Da werde ich dann schon mal hinfahren und alles Weitere dann. Hier ist noch so ein schöner älterer Teil von Steinhude mit den ganzen Fachwerkhäusern. Auch mal was Schönes. Nicht nur moderne Bauten, die auch schön sind, aber da ist das Alte hier doch schöner. Ich bin jetzt gerade hier an dem Informationszentrum Naturpark Steinhuder Meer und da sind rundum solche alten Scheunen, in der jeweils Geschäfte, Cafés, Ausstellungen, Touristeninformationen und so weiter sind. Ich weiß nicht, ob das schon dieses Scheunenviertel sein soll, da hatte ich mal was von gelesen vorhin, aber rein optisch ist es auf jeden Fall schon Hingucker. Ja, hier seht ihr jetzt schön mein Mittagessen. Speckkartoffelsalat, Frikadellensenf und eine Scheibe Brot dabei, alles glutenfrei. 14.26 Uhr ist ein bisschen später geworden für Mittag, aber fast 25 Grad ist herrlich. Hab jetzt hier den einen Organizer hängen und den anderen packe ich gleich aus, damit ich mich hier noch ein bisschen besser organisieren kann mit den ganzen Verstausachen und sowas. Aber jetzt erstmal zu meinem Schlafplatz für heute Nacht. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Hagenburg am Steinhuder Meer und zwar in dem Moorgebiet. Das ist eine unheimlich ruhige, schöne Ecke. Ich denke mir mal, hier kann man es die Nacht gut aushalten. Aber jetzt lege ich euch erstmal beiseite, weil ich unbedingt was essen muss. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt nach dem Essen einfach mal entspannt sitzen zu bleiben. Ich lese mein Buch weiter. Das Fahrrad habe ich hinten drauf geschnallt gehabt, nachdem ich von der ersten Runde zurückgekommen bin, um zu diesem Platz zu kommen. Und da werde ich es auch erst lassen. Ich genieße jetzt einfach diese Sonnenstrahlen noch. Und werde morgen früh mit frischer Energie dann hier richtig loslegen und diese Runde Steinhuder Meer fahren. Also, macht's gut und bis morgen.